Ja, Fortschritte, Fortschritte. Gestern habe ich schwer gearbeitet. Und mein Klöchen ist fertig bis auf die Tür. Ja, man kann also über das Loch gehen. Stabil, stabil, stabil. Dann habe ich alles mit Leinöl angestrichen, bis auf die Decke, das kommt noch. Das muss man noch irgendwie befestigen. Da weiß ich noch nicht, wie ich das befestigen soll, aber das kriege ich auch noch irgendwie raus. Mein leeres Klo. Noch leer. Das ist das letzte Mal, dass ihr mein Klo sehen müsst. Ja, und das ist auch, wenn man jetzt hier wackelt, sehr stabil geworden und wackelt auch nicht mehr. Das hat alles stabilisiert, diese Platten und so. Und ja, das Holz habe ich Geschenke bekommen. Die Auflage auch. Die Kiste auch, das Vernagelholz auch, das Dach auch. Also einem Haus hat eigentlich gar nichts was gekostet. Außer das Ausheben des Loches, da hat mir jemand bei geholfen. Ja, so habe ich nur ein bisschen gegraben. Es ist unheimlich schwer, so ein Loch zu graben in so eine Erde, die ist so steinhart. Das ist nicht wie in Deutschland, da kann man nicht einfach graben. Muss man fast schon bohren. Ja, soweit ist es jetzt. Ja, jetzt kommt da hoffentlich bald noch die Tür.